Ich sage ganz genau das Gleiche, die Linz ist total abgehoben. Schauen Sie an, hier in Deutschland, alle wollen den Euro retten. Auch der Steinmeier. Das ist ein 250-prozentiger Barroso-Soldat, so nenne ich diese Typen. Die Söldner und Soldaten Barrosos, die arbeiten für eine fremde Macht. Der Schäuble ist ein 200-prozentiger. Aber Steinmeier ist ein 250-prozentiger. So. Das Volkswirt alles will auch zahlen, wenn die untergeht der Titanic. 2008, 2009 für die Banken, jetzt für die Mitgliedstaaten. Schauen Sie an, sparen die Kirchen vielleicht, natürlich sparen sie nicht. Aber interessiert nichts, überhaupt nichts. Er steuert uns jetzt das schön, das war alles. Richtig sparen würde bedeuten, massenhaft Beamte entlassen, tut sie aber nicht. Das heißt, dass sie das nicht machen, kann man nicht von Sparen sprechen. Und solange sie subventioniert werden im Ausland, werden sie es nicht machen. Weil die innenpolitischen Widerstände zu groß sind. Nicht nur in Griechenland. Auch hier oder in Frankreich. Bei Zahlern, wenn es weit kommen wird. Die wollen weiter konsumieren auf deutschen und französischen Kredit. Damit stirbt die Legitimität für alle diese Wähler aus. Sind sie gerade in Deutschland. Ist sowohl in der FDP und in der CDU-Unionsfraktion. Geht die Bälle aus, wenn 80% der Deutschen dagegen sind. Der Wunder. In Frankreich geht es noch weiter, da geht die Marine Le Pen von der Front National her und sagt, raus aus dem Euro. Es kommt überall. Österreich ist immer auch schon fast so weit, aber nicht so weit. Da trauen sich die Rechtsopposition nicht so weit schon. Ja, EU-Chef hat eine Diktatur, wie sich das einführen möchte. Okay, wie gesagt, die Kriegslage im Endeffekt, Kriege sind verloren, gehe ich einfach drüber. Was kommen wir in der nächsten Krise? Bürgerkriege? Schaut euch das Sarrazin-Buch an. War ein Riesenwirbel letztes Jahr und inzwischen ist es eine Normalität geworden. Wir werden sehen. Ich habe Informationen. Es werden verschiedene Gruppen aufgebaut, der Sündenböcke, für die wahren Eliten in der Wirtschaft, damit die bei dem Geist nicht drankommen. Die eine ist die politische Klasse, die wird verheizt, kann ich sagen. Es ist dumm genug dafür. Und die zweite Gruppe, das sind die Moslems. Die versuchen ganz Europa die Stadt zu erobern. So. Überall. Holland, Dänemark, Deutschland, Österreich, überall. Und die eigene sind hervorragende Sündenbock. Die werden teilweise aufgesetzt. Kann ich sagen, wenn viel gekracht und die Sparer die Politiker sich von den Sparern verantworten müssen. Wie man sie ablenken und Schindbrücke haben, das sind genau die. Sie werden sehen. Und das Krieg wird Bürgerkriege sein wahrscheinlich, ethische Kriege, verschiedene Gruppen gegeneinander. Ich kann aber sagen, der Traum der Moslems wird nicht in Erfüllung gehen. Das ist eine Minderheit. Dann Charles Serenti zum Beispiel, und dann sagt, dass Abseits 12 vertont vertrieben werden. Wie es ablaufen wird, weiß ich nicht genau. Aber es wird passieren, Sie werden sehen. Über in Europa gibt die Stimmung gegen Multikulti, gegen die EU, überall, sondern an Finnland, Dänemark, für die Grenzkontrollen ein. Überall gibt sie. Österreich, selbst in der Schweiz. Wie gesagt, aber Politiker nennen sie die auch Hühner. Es agiert wie ein Hühnerstall. Sie sind in Panik. Oh. Auch schon geht gerade wieder zu Ende. Das ist die letzte Pfaffer des Staatspappen. Man hat Pyramiden gebaut, verschiedenster Art. Hm? Wie die Pharaonen. Und die Staatsgarantie war die letzte Karte. Und die Pfaffer zerplatzen jetzt. Jetzt in Griechenland, dann Irland, dann in Portugal. Und jetzt schon langsam bei Italien und Spanien. Nur diese beiden Staaten sind zu groß unterwegs. Und der nächste übrigens ist Frankreich, der nächste. Wir haben auch ein massives Handelsbilanzdefizit. Wie gesagt, ohne Rettung gehen sie in Staatsbankrott und in Bankenbankrott schon. Da muss gespart werden. Zumindest etwas, derzeit etwas, dann viel mehr. Sobald die Bonds abverkauft werden. Denn der Bondmarkt ist mächtiger als jeder Politiker. Und der Bondmarkt sagt, nein, verkauft ihr die ab. So. Die Griechen, ihr und so weiter, so längst pleite, wenn man sie nicht aufgefangen hätte. Weil die Rente auch pleite geht, ist es vorbei. Der Bondmarkt ist mächtiger als US-Präsident und BAPS zusammen.
Der Silberpark, schauen Sie an. Die Big-Staaten haben alle massive Angst vor dem Bondmarkt. Deshalb flucht die Bond auf durch die deutsche Bunds, deutsche Bundesanleihen. Werden sie auch nicht mehr lange machen. Sehen Sie, das war 2008. Heute haben wir schon wieder 10% Inflation. Mit 10% Realinflation. 1,5% kurzfristige Leitzinsen der EZB und 3% ungefähr auf 10-jährige Staatsanleihen. Das passt nicht zusammen. Zinsen sind viel zu niedrig. Wenn das länger Zeit angeht, eben lassen Sie sich Sparer nicht betrügen, dann gehen Sie her und verkaufen das Geld ab. Steigen um in Realgüter, wie Gold zum Beispiel. Silber. Bauernhöfe können Sie kaufen. Wald können Sie kaufen. Und so weiter. Keine Gewerbeimmobilien, keine Wohnimmobilien. Das sind kreditbehaftet, das sind wie eine Anleihe. Die gehen nicht unter. Ich weiß zum Beispiel jetzt wieder, in Bayern beispielsweise gehen Leute herum, im Auftrag von reichen Investoren, so, die von Bauernhöfe aufkaufen für Cash. Die zahlen den doppelten Verkehrswert. Das weiß ich. Warum? Die wollen Geld retten. Wie gesagt, eins ist die Kriegsgefahr, der andere ist die Inflation. Und es ist eine Doppelattacke. Das heißt, das Resultat ist im Endeffekt ein Bondcrash. So wie Sie in Griechenland gesehen haben, wo diese 30% Zinsen aus 3-jährigen Staatsanleihen haben die gerade. Irland explodiert auch wieder. Italien, Spanien sind kurz vor der 7%-Grenze. Ab 7% Zinsen auf 10-jährige Staatsanleihen ist ein solches Land ein Pleitefall und muss gerettet werden. Das Problem ist nur, die Kleinen kann man retten, die Großen nicht, die sind einfach zu groß. Im Endeffekt, weil fällt das System raus, ist das System reines Gold. Wir clever machen das, wie gesagt, der Reiche war Silberbroker, hinten kann ich Ihnen die Rettungsboote zeigen. Falls Sie noch keine haben, meine Empfehlung, gehen Sie in die Rettungsboote, so schnell wie möglich. Wenn die Panik ausbricht, bekommen Sie kein Gold und kein Silber mehr. Auf hackedon.com gibt es genügend Edelmetallhändler, die da inserieren. Machen Sie es so schnell wie möglich, raus aus allem Papier. Gold und Silber, das will keiner, Leute, wesentlich. Bauernhöfe und Wald, nur die drei Sachen. Ölquelle wäre interessant, können Sie hier in Deutschland nicht kaufen, leider. Das heißt, rechter sich wer kann. Den letzten beißt immer die Hunde. Hier sehen Sie hier einige Sprüche zum Bondmarkt. Wie gesagt, hier, das zum Beispiel hier, most powerful force in the universe ist ein Nachweis des Bondmarktes. Spüren gerade die Griechen. Hm? Oder hier der Präsidentberater von Clinton. I used to think if there was reincarnation, I wanted to come back as the president or the Pope. No. I want to come back as the bond market. I can intimidate, das heißt bedrohen und jede Bedrohung quasi. Jemand, der anderen abverkauft. Besonders mit der heutigen hohen Staatsverschuldung. Im Endeffekt ist die mächtigste Macht im Universum. Wenn die einen Staat nicht überholen, ist er weg vom Fenster. Wie gesagt, diese Macht wird richten. Können die Eurohühner sagen, was sie wollen? Wie gesagt, der Feindsystem ist das Gold. So, wenn Sie anschauen, ein Währungskollaps, Hyperinflation kann nur verhindert werden durch eisernes Sparen und hohe Zinsen. Angeblich sparen diese da schon. Echtes Sparen heißt Massenentlassung bei Beamten. Und Reduktion Beamtengehälter und Rente leider zu wenig. Auch Rentner müssen in den Arbeitsmarkt entlassen werden. Die Staatsquote muss überall auf ca. 25% von heute reduziert werden. Da muss man einen Goldstandard einführen, neues Goldgeld. Wenn es nicht geschieht, geht jede Währung in die Hyperinflation. Irgendwann einmal. Wenn der Euro jetzt greift, man führt einen neuen D-Mark hier in Deutschland ein, man spart nicht, geht die auch in die Hyperinflation. Davor schützen Sie die Rettungsboote. Wie gesagt, Hälfte Minimum muss der Staat verkleinern. Was sagen Sie, Untergang des Euro? Wie gesagt, der Euro ist so gut wie tot. Man versucht ihn nur mehr, den Euro gesund zu beten. Mehr tut man nichts. Und sobald der
die alle Staatsanleihen abverkaufen, auch die deutschen und französischen, ist es vorbei. Da kriegt der Euro gleich die Hälfte, 50% in einem Tag gegenüber den Schweizer Franken beispielsweise. Das finde ich eh schon eine Fluchtstadt. Gold steigt auf 1000 Dollar oder 1000 Euro pro Unze an. In einem Tag. Das ist der Crash da. In Deutschland läuft teilweise schon, zum Beispiel viele Leute gehen her, heben ihr Geld von der Bank ab und renovieren ihre Häuser und Wohnungen. Sie sagen sich, es wird immer weniger wert, das Geld, als dann raus damit. Es ist noch keine Panik. Aber wenn das großflächig passiert, ist die Währung quasi tot. Im Endeffekt, gestoppen kann man das direkt abboom, das Abgeben und Ausgeben, nur über eine Währungsreform, die man administrativ das Bankkonto sperrt und nur einen Teil übrig lässt. Vermutlich 3000 Euro werden 1:1 von eurem Thema umgestellt. Der Rest kommt auf ein Sperrkonto. Dürfte die Sparerschaft dann hoffen, dass sie noch was rausbekommen. Das Problem ist nämlich, dass ihre Sparguthaben, was ist damit geschehen? Die wurden verkonsumiert, von den Pixel konsumiert. Die liegen jetzt auf den Müllhallen. Wenn die nie wieder zurückzahlen, dann glaube ich, dass die Griechen 350 Milliarden Euro zurückzahlen können, niemals im Leben. Wahrscheinlich nicht einmal 5%. In Irland ganz genauso. Ein besseres Haus in Dublin hat vor ein paar Jahren noch 1 Million Euro gekostet. Zu 100% finanziert. Jetzt bekommen sie so 50.000 Euro vielleicht. Bank hat genug davon, eingezogene Häuser. Das heißt, wenn man härter bei den Sparern, wie 1948. Wir werden sehen. Das ist die Defizit des Euros. Wie viele Schweine fliegen können? Schweine können aber nicht fliegen. Nur die Europolitiker glauben, dass die Schweine fliegen können. So. Auch die Pigs. Das ist das Problem des Euro. Man hat die Pigs reingelassen. Nämlich der Ausdruck Pigs stammt von London, Investment Bankern, Portugal, Italien, Griechenland, Spanien. Die Schweine im Euro. Das ist schon 10 Jahre alt, der Ausdruck. Die haben sie politisch reingepresst. War ursprünglich vorgesehen, dass die drinnen sind. Haben einfach mit Veto gedroht. So. Wenn ihr uns in den Euro nicht reinlasst, dann blockieren wir alles in der EU. So sind sie reingekommen. Aber sie können nicht sparen, früher haben sie immer abgewertet. Und mit der Krise sind das ganze Problem zum Vorschein gekommen. So. Wie gesagt, November 2010 hat es begonnen mit Irland, 2009 hat es begonnen mit Griechenland. Downgrade, das erste. Und so weiter. Es geht immer weiter. Zuerst an Griechenland dran, dann Portugal und dann Irland und jetzt Spanien und Italien dran.